Hi ihr Chaoten, ich habe heute wieder einen Trick für euch, den ich euch erklären möchte. Und weil ich nicht wusste, welchen Trick ihr gerne als nächstes sehen wollt, habe ich euch ja auf Snapchat gefragt, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und ihr durftet da abstimmen mit einem Screenshot. Und mit 14 Stimmen war Versteck dich an Platz 1 und es gab nur 2 Plätze. Und der Diener hatte bloß 2 Stimmen, nenne ich es mal. Und darum gibt es heute das Versteck dich. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Toll wäre es, wenn ihr für diesen Trick so einen Target-Stab habt. Der ist von Clickertraining.com. Ich tue euch auch einen in der Infobox verlinken. Da gibt es ganz viele verschiedene. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch eine alte Antenne euch nehmen und einfach hier oben so einen Ball dran kleben, wenn ihr einen größeren Hund habt. Oder ich habe hier so einen Bastelbimmel dran geklebt, so eine Wollkugel irgendwie aus dem Bastelbedarf, damit er was hat zum Anstupsen, weil meistens sind ja die Antennen nicht so groß, die Bimmel hier oben. Oder was ich auch habe, ist so ein kleiner Klöppel von einer Trommel von einem Kinderspielzeug. Sowas geht natürlich auch. Müsst halt schauen, ein Stab mit einem Bömmel. Ihr könnt auch einfach einen Ast nehmen und irgendwas vorne drauf kleben. Ja. Stups. 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 Also es ist wirklich wichtig, das ein paar Mal zu wiederholen, damit er weiß, um was es geht. Für den Trick ist es nötig, dass euer Hund Stups kann. Also das, wenn er das noch nicht kann, müsst ihr das als erstes trainieren. Ich verlinke euch mal hier oben ein Video, wo ich Alfie das Stups beigebracht habe. Ich verlinke euch das auch nochmal am Ende vom Video und in der Infobox. Also ihr könnt da... ihr findet das auf jeden Fall. Und ja, also da müsst ihr wirklich erst das Stups üben, aber das ist recht schnell geübt. Von daher, wenn das noch nicht kann, schnell hier draufklicken, das erstmal üben und dann könnt ihr mit Versteck dich weitermachen. Im nächsten Schritt lasst ihr euren Hund Platz machen und haltet den Target wieder vor seine Nase und lasst ihn Stups machen. Stups. 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 Nein, Platz. Platz. Klappt das jetzt schon gut, geht ihr mit eurem Target immer weiter runter Richtung Boden und lasst euren Hund Stups machen. Solltet ihr dabei aufstehen, wart ihr einen Schritt zu weit, dann müsst ihr nochmal einen Schritt zurückgehen und halt mit dem weiter hoch vom Boden, also ganz langsam jetzt runter zum Boden arbeiten. Stups. 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 Wenn ihr nun also mit dem Target am Boden seid, geht es jetzt weiter mit dem Target zum Hund zwischen die Beine. Da kann es natürlich passieren, also schneller passieren, dass der Hund aufsteht, weil das ja komisch ist, seine Nase Richtung Brust zu nehmen und zwischen die Pfoten. Also seid ihr ein bisschen langsamer, ein bisschen gnädig mit ihm, geht einen Schritt zurück, wenn es noch nicht so gut klappt. Also ganz kleine Schritten immer weiter mit dem Target zum Hund und schön Stups machen lassen. Stups? Nee, hier unten. Stups. Was er noch heute mit seinen Pfoten hat. Stups. Super. Stups. 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 Versteck dich. Versteck dich? Nee, hier. Hier. Platz. Versteck dich? 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 Super! Versteck dich?
Nun kommt die Feuertaufe. Ihr habt das Kommando ja jetzt schon immer mitgesagt beim Trainieren. Jetzt macht's so, sagt das Kommando und wartet kurz. Also wenn ihr oft genug mit Kommando geübt habt, sozusagen Kommando, also stupsen lassen und das Kommando gesagt habt, dann macht es jetzt so, sagt erst das Kommando und wartet kurz ab. Vielleicht zeigt ihr das schon, das Verstecken. Vielleicht hat er es noch nicht kapiert, dann helft ihm wieder mit dem Target, sodass er das verinnerlicht, also versteht, ach, das Kommando kommt vorher und dann muss ich das machen. Das ist jetzt wirklich eine Übungsaufgabe. Bis es klappt, kann es länger dauern, vielleicht geht es auch sofort. Probiert einfach aus und übt weiter und dann wird das schon klappen. Alfie, versteck dich. Supi! Alfie, versteck dich. Alfie, versteck dich. Supi! Alfie, versteck dich. Das war schon mal richtig gestimmt, du. Alfie, versteck dich. Super! Versteck dich. Super! Versteck dich. Nein, klar. Versteck dich. Juppie! Ja, mit etwas Übung kriegt ihr den Trick sicherlich recht schnell hin. Da bin ich mir sicher. Ich werde euch jetzt hier drüben einfach mal das Video zu Stups verlinken. Und unten drunter unser letztes Trickvideo, da ging es darum, wie ich Alfie Hopp beigebracht habe. Also schaut gerne mal in die zwei Videos rein. Da könnt ihr dann weiter trainieren, falls euer Hund diesen Trick schon kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich versuche die euch natürlich alle wieder zu beantworten. Bis jetzt, glaube ich, schaffe ich das auch ganz gut. Und ansonsten schaut auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, Snapchat oder im Blog vorbei, dass ich das auch mal wieder gesagt habe. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann bis bald. Ciao.